Okay, Leute, die Open Beta von Skull and Bones ist gestartet und diesmal ist es so, dass wir keine Zeitbeschränkung haben, also keine Spielzeitbeschränkung und wir können den Fortschritt, den wir hier erspielen, dann sogar in ca. 2 Wochen mit ins Spiel übernehmen, wenn es dann offiziell veröffentlicht wird. Ich habe die Einstellungen soweit durch, ich überlege gerade, habe ich was vergessen? Nein, wir können eigentlich loslegen. Der Anbruch des Kapitalismus. Unternehmen so mächtig wie Nationen beherrschen die See und die ertragreichsten Handelsrouten der Welt. Mit eiserner Faust schlagen sie eine Schneise der Tyrannei und Ausbeutung und entfachen einen Krieg um die globale Vorherrschaft. Eine Flut exotischer Waren aus dem Indischen Ozean schafft neue Bedürfnisse und füllt die Schatzkammern mit Münzen, an denen Blut klebt. Und wo Blut ist, da lauern auch Raubtiere. So, inzwischen ist auch alles auf Deutsch vertont, scheinbar. Das ist schon mal sehr schön. Es ist durchlöchert. Leichte Beute. Wir haben immer Platz für mehr Reichtümer. Es ist an der Breitseite angreifbar. Ich soll die Segel irgendwie hissen und setzen. Ach, da kommen die anderen Schiffe. Die britische Flotte! Alle auf Gefechtsstationen! Diese kleinen Fische? Ha! Nehmen wir uns ihre Ladung und versenken sie! Na gut, wir wissen ja eigentlich schon, dass es nicht gut ausgeht, ne? Feuer!
Die kleinen nerven aber ein bisschen. Okay, vorne die Kanonen, die laden zu langsam nach. Oh, die haben irgendwie so eine Harpoon oder nee, Harpoon nicht, so eine Javelins haben die, glaube ich, irgendwie. Ich kann halt noch nicht groß mit den Segeln spielen hier. Ach, wir sehen schon ziemlich kaputzki aus. Die wachsen immer nach, oder? Die Kleinen hier? Oh, die rammen uns, die rammen uns. Ah, da kommen noch mehr. Was sollen wir tun, Captain? Ja, da ist nicht viel zu tun. Ja, also der Anfang ist schon ähnlich wie in der anderen Beta, ne? Da wird sich jetzt auch groß nicht viel geändert haben mehr, glaube ich. Okay, Charaktererstellung. Diesmal ist es ja relativ wichtig, weil wir den Charakter übernehmen wollen. Das haben wir alles zur Auswahl. Finde die alle nicht so prickelnd. Der ist ganz schön jung. Kopf drehen. Ah, verklickert. Nee. Der sieht noch am ehesten aus wie ein Pirat, ne? Wir nehmen den mal. Hautfarbe. Ah, da können wir jetzt, guck mal, das war vorher nicht so, dass wir das... Können wir Haare? Haare. Ich habe selbst halt auch nicht mehr wirklich Haare. Ich nehme einen mit wenig Haaren. Nee, halt, das muss ich auch bestätigen, das habe ich vergessen. So, Eieiei. Das ist die Haarfarbe. Das Graue kommt nicht wirklich durch, finde ich. Hier kommt ein bisschen das Graue durch. So, Gesichtsbehaarung.
Die sind nicht doll, die Bärte. Ich nehme mal den. Er ist schon fast blond, ne? Das passt schon. So, Augenfarbe. Oh, nee, das gefällt mir nicht. Oh, hier kommen mal rote Augen. Rot unterlaufene Augen. Ne, wir nehmen ganz normal braun. Körperform. Schwer zu erkennen. Ich glaube, das ist eher muskulös. Das ist ein bisschen dicker. Wir nehmen mal das hier. Und Körperschmuck. Nee, lasse ich erstmal weg. So. Fertig eigentlich. Fortsetzen. Yes! Die Briten und der Nebel. Und was führt uns Captain Wrestler auch in diese Untiefen? Wir haben überlebt und finden dich, um diese Dau zu bemannen. Ich würde sagen, unser Glück nimmt Fahrt auf, was? Du hast diese Gier in den Augen. Diesen Ausdruck sah ich schon bei so vielen anderen. Ich bin sicher, du wirst uns nach St. anführen. Um zum Piratenparadies zu kommen, müssten wir den Weg kennen. Hier. Ein Logbuch, das wir beim Wrack fanden. So wie Tinte und Pergament enthüllt sich das Schicksal Blatt für Blatt. Und oft liegt es direkt vor uns. Vielleicht hilft dir das, deinen Weg zu finden, mein Freund. Mach dich nützlich. Geh ans Ruder, ehe die Briten zurückkehren. Ich geh ans Segel. Der Wind ist mit den Furchtlosen. Folgen wir ihm. Einer der Überlebenden muss doch den Weg nach St. Anne kennen. Möge Freemans Glück uns hold sein. Jo, das ist richtig cool, dass das jetzt irgendwie dann doch auf Deutsch alles ist, ja. So, ich muss mal kurz wieder gucken. Karte. Okay. Sachen einsammeln hier. Land voraus! Eine Rettungsleine des Schicksals! Sie könnten uns helfen, hier wegzukommen! Plündern, 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 plündern. Mal kurz die... Ein Speer habe ich noch nicht. Ach, das kriege ich, glaube ich, von hier vorne dann jetzt. So, ja, das ist klar. Trim, trim, trim. Das haben wir durch. Ich muss vom Hai weg. Besser die Hose voll als auf See zu sterben. So. Irgendwie langsam laufen war so. Jetzt irgendwie. Warum steht denn da Blundbau? Das ist irgendein anderer Spieler. Achso. Wird eingeblendet. Aber ich habe die eh anonymisiert. Schweres Wort. Anonymisiert. So. Ich muss aber den auswählen hier.
jemanden, der nicht so torkelt wie diese. Ja, ich versuche dich auszuwählen zum Sprechen. Ich sagte Captain Wrestler, dass das Schiff so überladen ist wie eine trächtige Sau. Wir haben zwar die Briten im Nebel abgehängt, aber auch den Kampf gegen die Elemente verloren. Und nun? Die Exeter ist an diesen Untiefen zerschellt. Und ich bin von Saufnasen umgeben, die glauben, dieser Teufelsfelsen sei ihr Untergang. Und wo wart ihr, Captain, als die Exeter von britischen Fregatten gehetzt wurde? Zweifellos habt ihr euch in eurem Quartier verkrochen, wie ein dreckiges Bilgenschwein. Mhm. Ich habe gegen die britische Flotte gekämpft und überlebt. So. Und hättet ihr uns die Briten vom Hals gehalten, wie mit Skurlock vereinbart, wären wir gar nicht erst in diese Scheißlage geraten. Ihr wollt nach St. Anne? Natürlich. Genau wie der Rest der betrunkenen Bande, die hier auf ihren Ärschen sitzt. Doch wenn wir mit leeren Händen zum Piratenfürsten zurückkehren, sind wir unsere Posten los, wenn er uns nicht vorher das Fell über die Ohren zieht. Bergt, was in diesen haiverseuchten Gewässern von Skurlocks Fracht übrig ist. Nur dann verrate ich euch den Weg zum Piratenparadies. Ja. Du bist doch ein kleiner Sack. So, Berge Schmuggelware des Piratenfürsten. Annehmen. Gut. Spute dich. Explosive Feuerwaffen, Opulenter Rum. So. Wir können diese Fische jagen. Dieser Offizier trifft beim Angeln das Meer nicht. Aber wenn er den Weg nach... Jetzt habe ich ein Speer. Brauchen wir Skurlocks Ladung. Die Leichen. Vielleicht müssen wir sie durchsuchen. Ach Gott, der trifft ja gar nicht mit dem Speer momentan. Oh, hier ist ein Riff. Muss ich aufpassen. Fische gehen auch, ne? Das war nicht richtig. Nämlich meine Crew auf füttern. So, hier ist Ware, glaube ich. Gut gemacht. Das sollte reichen. Können wir noch mehr? Die können wir zur Not, glaube ich, später dann abgeben. Oh, hi. Oh, der ist aber mutig. Vorsicht vor den Zähnen. Alter Schwede. Das war knapp. Heute entkommen wir dem Tod. Geh in Deckung. Looten. Noch ein Hai irgendwo? Von den Geräuschen? Nee, ich glaube, der da hinten kämpft auch mit irgendwas. So, wir haben ein paar Segel, glaube ich, ne? Dieser Stoff, nee, Altmetall ist das. Rostige Nägel. Das war eine. Das war einparken, ganz gekonnt. Ihr sucht den Weg nach St. Anne. Dann bringt mir Skurlocks Fracht. Ja, abgeben. Danke für die Waren.
Vielleicht verschont Skurlock meinen Kopf. Bei euch bin ich mir da nicht so sicher. Wenn ich ihm von dem Captain erzähle, der seine Fracht nicht beschützen konnte. Findet selbst nach Sandend Stiefel lecker. Ich schulde euch kein Stück Silber im Arsch. Schon gar nicht, wenn meiner auf dem Spiel steht. Warum fragt ihr nicht Captain Wrestler? Vielleicht kennt seine Leiche den Weg. Jetzt verschwinde, Bilgenschwein. Du Sack. Du alter Sack. Das hast du in der anderen Beta schon mit uns gemacht, ja, du Pfosten. So, kochen. Kochen, jawohl. So, ich kann kochen. Fisch. Gegrillter Fisch. Was ist das? Haifleisch. Okay, so. Jetzt konnte man irgendwie das Aktionsrad. Nee, das ist. Achso, das Aktionsrad geht wahrscheinlich nur auf dem Schiff. Warum ging das gerade? Ach so, wenn ich ihn im... Nee. Captains Geste. Fotomodus. Ach, ich habe versucht gedrückt zu halten. Nur kurz klicken, dann kommt das Rad. So, und dann können wir jetzt hier durchschalten. Glaube ich, mit... Nee, auf dem Schiff ist es, glaube ich, ein anderes Rad. Also, dann muss ich schnell gucken. Ja. Reparaturset, jawohl. Eine Karte nach St. Anne, dann sollten wir das Wrack absuchen. Bearbeiten. Was ist das für ein... Das ist ja im Weg, ich kann das nicht lesen, was es sein soll. Da machen wir die Fische hin. Reparaturset, kleines Reparaturset. Rohe Lebensmittel, achso, gegrilltes Essen, gekochtes Essen. Dann nimmt er automatisch. Das ist gut, das ist neu. Das war in der Beta nicht so. Also in der anderen Beta. Großes Reparaturset. Hat das nicht gespeichert? Der hat das Reparaturset da nicht gespeichert. Das hat er genommen. Nee, da würde ich eigentlich... Ach so, da würde er auch automatisch die Reparatursets nehmen. Ah, egal welche Größe. Dann würde er die nacheinander wahrscheinlich durchgehen. Erstmal haben wir ja nur eine Größe. Okay. So, und dann können wir die Räder durchschalten. Okay. Und da unten... Ja, okay. So. Was haben wir jetzt für eine Quest? Suche im Wrack der Exeter, okay. Ah, ich habe jetzt wieder falsche Taste gedrückt. Nochmal einen Fisch sammeln. Danach. Was krieg ich daran?
aufbrechen. Schiffswracks plündern, farbiger Bereich. Ich habe das, glaube ich, so eingestellt, dass ich dieses Quicktime-Event nicht habe. Ja, das ist einfach ganz normal läuft, weil ich habe keine Lust, da immer dieses genaue Treffen hinzubekommen. Das dauert jetzt zwar ein bisschen länger, aber es geht einfach durch. So, von Bord gehen. Kann man in den Optionen einstellen, ob man diesen grünen Bereich haben will, wo man genau treffen muss, aber das ist mir zu anstrengend in meinem Alter. Zeitung. Hier sind wieder die Kanonen. Da habe ich in der Beta schon überlegt, was das sein soll. Also in einer anderen Beta, hatte ich nicht rausgefunden. Ja, der hat's nicht überlebt. So. Wir haben ein Fernrohr bekommen. Das kann ich aber, glaube ich, nur auf dem Schiff benutzen. Jetzt gucken wir nochmal den Kanonen hier. Ist das ein Achievement oder irgendwas? Oh, der ist sogar, hat sogar drüber geschossen, ne? Aber ich brauche gar nicht vorhalten. Also nicht nach oben irgendwie scheinbar. Doch, da muss ich ein bisschen höher. Wahrscheinlich echt zum Üben. Saphirglanz. Ah, jetzt haben wir was freigeschaltet. Das war, was immer das auch war. Jetzt haben wir was freigeschaltet irgendwie. Saphirglanz. Fracht. Aufträge. Okay, Captain kann ich noch nicht einsehen. Okay. Aber wir haben irgendwas freigeschaltet. Wahrscheinlich irgendein kosmetisches Item nur. Freemans Glück, was? Du hast den Weg nach St. Anne gefunden und einen Brief mit Skurlocks Zeichen. Der Piratenfürst wird wissen wollen, was aus seiner Fracht geworden ist. John Skurlock könnte ebenso gut 3 Musketenkugeln für uns reserviert haben. Für dich vielleicht, mein Freund. Ha! Was wäre ein Piratenleben ohne Gefahr und Missgunst? Ohne die Fracht der Exeter braucht Skurlock einen Draufgänger wie dich, um neue Waren für sein Piratenimperium zu beschaffen. Und bisher hat dein Glück uns gute Dienste geleistet. Ich bin froh, dass wir dich aus dem Wasser gezogen haben. Wrestler ist tot und mit ihm starben alle Abmachungen und Pflichten. Es steht dir frei, dein eigenes Glück zu suchen, Captain. Captain also.
Solange du uns nicht gegen die verfluchten Felsen steuerst. Okay. Endlich haben wir diese verdammten Atolle hinter uns. Noch nicht. Ein Glückskind, Captain. Mein Gefühl sagt mir, dass alles gut wird. Noch nicht. Bleibe ich noch ein bisschen länger. Stell dir vor, was wir gemeinsam erreichen könnten, Captain. Wir könnten eine Flotte aufbauen und unsere Feinde vernichten. Jeder Gefahr ins Gesicht lachen. Wir könnten selbst den Göttern trotzen. Ich Depp hab jetzt die falsche Taste gedrückt. Wenn gewisse Leute auf dem Weg über Bord gehen, kann ich damit leben. Los! Setz Kurs auf das Piratenparadies! Hab ich getroffen? Am Horizont von St. Anne finde ich vielleicht den Sonnenaufgang meiner Träume. Hoffentlich hintergehen die Piraten dich nicht zuerst. Da drüben, Sherlock's Wein. Holen wir ihn. Mit der Brechstange kommen wir spielend ins Wrack. Sherlock's Wein? Welches Wrack haben die jetzt entdeckt? Ich glaube hier irgendwie, ne? Ein großes Lager auf der Insel. Ein paar Fische fangen. Wir schippern erstmal da zum Fragezeichen. Gibt es bestimmt auch 2 Millionen Achievements später wieder irgendwie. Irgendwo knallt's und irgendwo... Shepherds. Ach, hier sind die anderen Idioten alle. Akazie. Hier ist nochmal was. Ladungsverzeichnis. Nelken. Aber hier ist keiner zum Anquatschen. Hier ist noch was. Oder? Das leuchtet auf jeden Fall. Fisch. Wie nennt sich das? Östliche Insel Außenposten. Wir schippern mal nochmal einmal hier im Uhrzeigersinn. So, Fernrohr. Kann ich aus der Perspektive einsammeln? Das würde mich noch interessieren. Mal testen. Ne, scheinbar nicht. Ne. Geht irgendwie nur aus der... Das ist das Fragezeichen, was ich meinte noch. Da ist nochmal ein Hai. Viele sind hier auf der Suche nach dem Schatz des Radu schon verreckt. Dem Schiff ist es egal, wer Captain ist. Wenn es kentert, werden alle nass. Da! Ein zerbrochener Mast auf der Insel. Könnt da kommt der Hai. Sein? Die See will unser Blut! Oh, ich dachte, er ist schon tot. Nee. Wo ich herkomme,
tragen wir ihre Zähne als Schmuck. Wir schaffen es lebend hier raus. Du wirst sehen. Ja, Logo. Logo, schaffen wir das lebend heraus. Ey, das ist jetzt so schön in der Beta ohne Zeitdruck zu spielen, ja. Das ist echt cool, weil in der anderen Beta hat man nur so 5 Stunden. Und das kann man hier schön relax spielen und kann das vor allen Dingen alles übernehmen, wenn wir dann irgendwann den offiziellen Release haben. So, ich glaube, wir machen dann auch mal den ersten Cut hier. Wir quatschen noch mit dem und dann machen wir einen Break. Raseneisen. Hier ist noch was zu futtern, ne? Kokosnuss? Yes. Kundgebung bezüglich der Ergreifung von Freeman. Sagt nicht, ihr gehört zu Wrestlers Mannschaft. Ihr seid ein Passagier, wie ich, ja? Wir waren zu fünft in einer Dau, nach dem Schiffbruch. Dann kamen die Haie. Es ging so schnell. Wrestlers Mannschaft half uns nicht. Die lachten nur. Für mich ist es zu spät. Doch eure Füße mögen die freie Küste Saint-Anne noch betreten. Kann ich auch nicht mehr irgendwie auswählen. Ja. Gut, hier machen wir einen Cut, liebe Leute, ja? Dann machen wir beim nächsten Mal weiter, würde ich sagen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte wirklich einen Like da. Das ist unheimlich wichtig fürs Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt vielleicht auch über ein Abo oder eine Kanalmitgliedschaft nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!